So, herzlich willkommen zum neuen Tag. Die letzten Flugmonster sind gerade verstorben, wie man so schön sagt. So, dann mache ich nämlich mal hier Bruchstan hin, eine Etage tiefer. Den Sand können wir ja vielleicht noch gebrauchen, wenn wir den Oberbau der Insel. Ich weiß nicht, ob die auf Sand ausbauen, die Sachen, aber wir machen das mal großzügig alles hier auf Erde dann hin. Nicht wahr? So, und hier drunter, unter diesem. Oh, da kommt Wasser rein. Ja, ihr wisst noch nicht, was das wird. Du weißt auch nicht, was es wird, meine liebe Schildkröte. Kröti würde Gronk wahrscheinlich sagen, oder? Ich weiß nicht, aber für dich Schildi. Schildi-Kröti. Huch. So, ist jetzt unsere Erde. Die füllen wir dann daneben. Da drauf, wollte ich sagen. Dann haben wir hier eine schöne grüne Insel, wenn ich das dann richtig mache. So, da freust du dich auch. Hier ist eine Erde, ist ja viel weicher als Sand. Sand ist so rau und krümelt überall rein. So, halt da unten. Noch was hinpacken und hier noch. Ah ja, gut. So, und dann machen wir das hier noch weg. Jetzt kommt mir das Boot da schon entgegen. Komm, geht einmal zur Seite so ein bisschen, Bötchen. Hier noch alles weg. Ja, was hat er da vor? Ich werde also die ganze Insel hier aus Erde machen und darunter habe ich dann Steine. So, dann geht es dann hier weiter. Gut, okay, nächste. Eine Holzschaufel. Hey, Holzschaufel. Falsche Taste war das. Wo ist sie jetzt, die Holzschaufel? Da ist die Eisenspitze. Wo habe ich die Holzschaufel? Da oben. Okay. Holzschaufel bitte. So. Da guckst du aber, ne?
Und hier nehmen wir die Erde auch raus. Setzen dann hier unsere Steine drüber. So, haben wir noch mehr Erde und Steine. Steine ja, Erde nein. Hier müsste, glaube ich, dann noch mal, da muss ich noch mal durchgehen hier. Ne, eine reicht ja. Wir müssen ein bisschen sparsam sein hier mit unseren. Habe ich noch Erde im Gemüsegarten drin? Hier ist noch Erde genug. Okay, prima. Das hier alles weg. Ja, ich weiß nicht, vielleicht spawnen ja auf Erde mehr als auf Sand spawnen würden. Jedenfalls sieht es gemütlicher aus. Wir sind ja nicht im Urlaub. Eine Urlaubsinsel muss aus Sand sein, da gebe ich euch recht, aber wir sind hier nicht im Urlaub, sondern wir haben harte Arbeit vor uns. So, das ist für den Tag die Arbeit und die Arbeit für die Nacht, die zeige ich euch dann gleich in der nächsten Nacht, was wir machen werden. Natürlich sowas nicht. Ist er jetzt da unten rein, den Gang gelaufen? Nein, ist er nicht. Okay. Hätte sein können. So, jetzt haben wir also schon einen Großteil der Insel. Was machst du für komische Geräusche? Sind das Schildkrötengeräusche, dieses Pfeifen? Ich dachte nur, die Vögel singen und pfeifen, meine liebe Schildkröte. So. Na, ist das nicht so schön grün hier? So, hier kommt dann noch ein Stamm hin. Bisschen Erde da drauf. Wieder weg. Da ist auch schon wieder Weizen. Also, wir haben jetzt so viel Klamotten hier. Das ist schon der helle Wahnsinn. Da müssen wir nicht alles abernten mehr. Wir haben so viel zu essen und wenn ich jetzt mich nicht körperlich großartig anstrenge, dann brauche ich auch gar nicht so viel zu essen. So, da haben wir noch ein bisschen Kobbel und weiter geht's. Halt hier oben. Unten ist für die Nacht. So, hier hatten wir doch noch ein bisschen was. Hier kommt jetzt
das Ding drauf und die Sonne geht gleich unter. Das heißt, wir haben gleich die Nacht. Und dann machen wir mal unten weiter. Dann werdet ihr sehen, was ich mir dabei, was war das eben für ein Blitzen? Keine Ahnung. So, was ich mir jetzt gedacht habe, was ich hier mache, das zeige ich euch gleich. Wir werden alles hier aushöhlen. Ja, also unter dem, wir haben ja hier unsere schöne Methode. So. So, das ist dann wie bei unserer Sandmine im Let's Play. Wir werden hier alles aushöhlen. Natürlich brauche ich nicht so viel Fackeln dann hier nachher. Nur, dass die Fliegemonster nicht in so einer riesen Höhle hier spawnen. Das hoffe ich mal nicht. So, wie weit dürfen wir denn noch weitergehen hier? Wir haben also noch in die Richtung. Darüber dürfen wir noch eine ganze Ecke weit gehen. Also machen wir mal hier weiter. Das Haus noch, oder? So, dann schauen wir mal, wie wir dann hier weiterkommen. Monster. Hier haben wir dann Sandstein. Das ist schon mal gut. Da können wir nämlich dann wirklich mit unserer Methode die wir aus der Sandmine kennen, die ihr auch aus meiner Sandmine kennt im richtigen Leben, hätte ich beinahe gesagt, im richtigen Let's Play. Die ist aber nicht mehr kennen, denn sowas nicht. So. So ist sie richtig. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. So. Bei mir funktioniert das nicht mehr. So, was hat der Opa jetzt hier vor? Das ist ja auch eine interessante Frage, die ich euch natürlich noch nicht beantwortet habe. Ich werde mir mal überlegen, ob man hier nicht ganze Insel von oben bis unten auskühlen, aushöhlen kann, nicht auskühlen. So, hier ist dann die
Treppe hängt dann da so ein bisschen in der Luft rum. Und man muss aufpassen, dass man da nicht runterfliegt. Das ist also durchaus nicht ganz ungefährlich, was ich hier mache. Dann bauen wir uns hier mal weiter. Übrigens, kam die Frage nach den Spielregeln. Ja, es gibt einige Spielregeln. Ich habe sie schon mal in einer Folge, die ich hier unten verlinken werde, in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Da habe ich sie schon mal vorgelesen. Eigentlich sollte man ja ein Buch finden. Hier auf der Insel, das hat bei mir leider nicht geklappt. Und deswegen habe ich das dann so aus der mir aus dem Video von Cedric Elsius kopiert, respektive aufgeschrieben. Nicht kopiert, ja, ihr kennt das vielleicht nicht mehr. Man kann auch mal was mit der Hand aufschreiben. Das war früher gang und gäbe. Ja. Heutzutage kopiert man sich Sachen, aber das hat man dann mit der Hand kopiert. Ja, die Kopierer früher waren richtige Menschen. So, das habe ich mir also dann per Hand notiert und habe das dann da hat man zum Beispiel auf diese Weise Kohle gefunden. Es müsste ja auch gleich wieder Tag werden. Man kann ja hier auch sich so einen schönen Raum einrichten, sag ich mal. Aber erstmal weiß ich auch selber nicht so ganz, was ich hier mache. Aber ist ja auch egal. Wir wollen halt ein bisschen die Insel vergrößern. Dazu brauchen wir natürlich auch. So, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, da werde ich mir mal so eine Sicherung hier hinbauen. So, na? Und das gleiche dann hier auch. So. Na, dahin. So, dann kann ich da nicht runterfallen. Ich kann schon, ja, man kann alles, aber hier geht das jetzt erstmal so. So, wie weit haben wir das da in die Richtung schon gemacht? Hier ist ja dann unserer, da sollte nichts abrutschen. Machen wir mal hier weiter. Wenn dann doch was abrutscht, dann haben wir halt Pech gehabt. Noch ist alles prima. So, dann mache ich das hier noch. Und dann reicht es erstmal. Jetzt müssen wir Tag haben nach meiner Uhr. Gucken wir mal, ob das auch so stimmt. Das stimmt. So, die Sonne geht gerade auf oder ging gerade auf. Und ich schalte jetzt mal um. Bis zur nächsten Folge.